Die Highlights der neuen Woche sind am Start und ich verspreche, es wird episch. Ob du auf Abenteuer, Action oder eine frische Herausforderung stehst, hier ist alles dabei. Los geht's! Am Montag startet die Woche mit Moon Mystery. Dieses düstere Sci-Fi-Abenteuer nimmt euch mit auf eine verlassene Mondbasis. Etwas ist hier gründlich schiefgelaufen und eure Mission ist es, das Geheimnis zu lüften. Mit einer Atmosphäre, die unter die Haut geht und einer Geschichte voller Wendungen ist Moon Mystery ein echter Tipp für alle, die Rätsel und Spannung lieben. Ebenfalls am Montag erscheint Sulfur im Early Access. In diesem Shooter erkundet ihr tiefgehende Höhlensysteme, stellt euch Bosskämpfen und sammelt jede Menge Loot. Für alle, die Tower Defense lieben, Bloons Card Storm. Das beliebte Franchise versucht sich diesmal an PvP- und Kartenspielmechaniken. Hier ist Strategie gefragt, wenn ihr gegen Freunde oder KI-Gegner antretet. Also stellt euer Deck klug zusammen und macht euch bereit für eine neue Art von Tower Defense. Mit Life is Strange, Double Exposure kehrt Max Caulfield zurück und Fans der Serie werden begeistert sein. Das Game liefert eine neue emotionale Story, die tief unter die Haut geht. Wenn ihr auf gut erzählte, berührende Geschichten steht, ist dieses Spiel genau das Richtige für euch. Am Dienstag gibt's dann einen absoluten Klassiker. Red Dead Redemption kommt endlich auf den PC. Der Western-Hit von Rockstar ist in vollem Glanz zurück und das Zombie-Erden Undead Nightmare ist inklusive. Ob ihr die offene Welt erkundet, euch in intensive Kämpfe stürzt oder die atmosphärischen Orte und Charaktere genießt, dieser Titel ist ein Muss für alle PC-Spieler. Stellaris: The Grand Archive bringt frischen Wind für alle Sci-Fi-Fans. In diesem DLC könnt ihr ein mächtiges Archiv errichten und über 150 seltene Artefakte sammeln. Von historischen Relikten bis zu wilden Weltraumkreaturen ist alles dabei. Ein tolles Update, das noch mehr Tiefgang in das Universum bringt. Am Mittwoch erwartet euch Bad to Bad, Apocalypse, ein packender Militär-Survival-Shooter, der euch mitten in eine Zombie-Apokalypse wirft. Als Teil einer hochtrainierten Spezialeinheit kämpft ihr ums Überleben und müsst euch gegen immer größere Horden von Untoten behaupten. Für alle Fans von Survival-Spielen und der Apokalypse ist dieser Titel definitiv ein spannendes Highlight der Woche. Am Freitag erwartet euch Ellen, eine Open-World-Sandbox, in der ihr Berufe erlernen, Häuser bauen und Abenteuer erleben könnt. Perfekt für kreative Entdecker. Passend zu Halloween erscheint das Erweiterungspaket Die Sims 4 – Leben und Tod. Hier könnt ihr selbst zum Assistenten des Sensenmannes werden und Geistern helfen, ihre unerledigten Aufgaben zu erfüllen. Gruselig und spannend zugleich. Perfekt für alle Sims-Fans, die etwas übernatürlichen Spaß suchen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert für mehr Gaming-Highlights. Bis zur nächsten Woche.